Ich grüße euch, Freunde des Sentitus, und willkommen zurück zu Dead by Daylight und willkommen zurück zu einem neuen Killer Guide. Und ihr seht es auch schon, heute reden wir ein bisschen über Leatherface oder der Kannibale, wie er in Dead by Daylight genannt wird. Unser Lieblings-Camper-Killer quasi. Und wie bei allen anderen Killern fange ich erstmal mit seiner Charakterinfo an. Auch er bringt, wie könnte es anders sein, drei lehrbare Talente mit sich. Einmal KO, einmal Barbecue und Chili. Und einmal Franklins Niedergang. Wie gesagt, diese Perks hier in der Vorschau sind immer Stufe 1 Perks hier. K.O. bewirkt, wenn ich jetzt Überlebende, die durch einen Grundangriff in den Todesstatus versetzt werden, also wenn die zu Boden gehen, sind für andere Überlebende nicht zu sehen, wenn sie innerhalb einer Reichweite von 32 Metern sind. Überlebende, die durch einen Grundangriff für den Todesstatus versetzt werden, kriechen 50% langsamer und zwar für 15 Sekunden. Ja, das heißt also, normalerweise können ja die Überlebenden sehen, wo der Mate hingefallen ist. Dann sieht man ja diese rote Aura. Ne? Und K.O. Kann das so ein bisschen verzerren, sage ich mal. Denn wenn die Überlebenden da nicht halt nah genug dran sind, sehen die einen Scheißdreck, sage ich mal auf gut Deutsch. Und natürlich, ich habe es gerade vorgelesen, die Betroffenen von KO kriechen auch langsamer. Dann natürlich Barbecue und Chili. Das ist eigentlich der meistgenannteste Grund oder der Hauptgrund eigentlich, warum man Leatherface kaufen sollte. Denn Leatherface ist ein Lizenzkiller und auch ein DLC-Killer. Sprich, man muss ihn halt mit Euros, in unserem Fall halt Euro, kaufen. Und... Oder man kann halt auch auf das Perk im Blut, hier im Schrein der Geheimnisse, hoffen. Aber der Hauptkaufgrund für Leatherface ist Barbecue und Chili. Ihr hängt einen Überlebenden auf, seht dann die Aura von allen anderen, die 40 Meter weit weg vom Haken sind. Außerdem gibt es noch Bonus-Blutpunkte. Und Franklins Niedergang ist auch ein Perk, das eher auf Grundangriffe abzielt. Denn Überlebende, die davon beeinflusst werden, lassen ihren Gegenstand fallen. Und der Gegenstand verliert auch seine ganzen Aufladungen mit der Zeit. Oh ja, das sind so seine Perks. Leatherface, seine Stärke ist ja die Kettensäge. Bobas Kettensäge. Damit hat er drei Aufladungen, das wisst ihr ja. Oder für die, die es halt nicht wissen, er hat drei Aufladungen. Und man kann die Kettensäge zünden. Dann hat man so eine kurze Aufladezeit wie beim Hinterwäldler. Dann geht er los. Aber anders wie beim Hinterwäldler schwingt er die Kettensäge von links nach rechts. Und läuft dabei. Und man hat halt drei Einheiten und man muss die Einheiten manuell wieder dazugeben. Ansonsten bricht dieser Kettensägen-Sprint einfach ab. Und deswegen wundert es mich eigentlich, seine Stärke ist eine Kettensäge, also eine One-Shot-Mechanik. Und er kriegt einfach noch zwei Talente, die einfach seinen Grundangriff pushen sollen. Eigentlich möchte man den Hammer so wenig wie möglich verwenden, um am effektivsten zu sein. Ja, seine... Grundgeschwindigkeit ist die maximale Grundgeschwindigkeit, 4,6 Meter die Sekunde. Er hat einen Grundterrorradius, 32 Meter und er ist ein großer Killer. So viel zu den Daten, die wir über Leatherface hier haben. Kommen wir mal zu seinen Addons. Auch er hat natürlich viele Addons, wie auch der Hinterwäldler hat er so einen Spaß-Addon, was seine Kettensäge quasi schlechter macht. Dafür aber mehr Blutpunkte mit dieser Aktion gewährt. Und zwar der Tempo, oder die Tempodrossel, ich wollte gerade sagen, der Tempodrossel, aber es ist die Tempodrossel, sorgt dafür, dass die Kettensäge nicht mehr one-shottet. Allerdings kriegt er dann 100% mehr Blutpunkte für Kettensägentreffer. Aber diese Tempodrossel ist bei Leatherface gar nicht mal so schlimm. Der Hillbilly hat ja auch so eine. Und bei ihm, beim Hillbilly, ist es ein bisschen schlimmer eigentlich, weil wenn der Leatherface jemanden mit seiner Kettensäge trifft, hört er nicht auf zu sägen, der zieht einfach weiter durch. Aber selbst wenn ihr mit Tempodrossel spielt und den Überlebenden quasi nur verletzt, statt auf den Boden zu schicken, sägt ihr einfach weiter und der Überlebende kommt zu schnell ja eh nicht weg und habt ihr ihn auch. Und weil es ja wieder ein Kettensägentreffer war, 200% mehr Blutpunkte. Sieht man sehr selten die Tempodrossel, weil es wie gesagt so ein Blutpunkte-Addon ist, was die Fähigkeit schlechter macht. Dafür kriegt er mehr Blutpunkte. Viele Killer haben so eins, nicht alle, aber die meisten. Und dann hat er eigentlich viele Add-ons, die die Aufladezeit verkürzt. Denn wenn ihr die Aufladungen benutzt beim Boba,
Der hat hier so eine rote Leiste um das Porträt. Gleich in der Runde wird er das auch noch sehen. Wenn so eine Aufladung wieder auflädt, dann erneuert sich diese Leiste. Und mit halt Addons, die das verkürzen, hat er sehr viele. Dann geht es halt schneller. Er hat auch viele Addons, denn auch ähnlich wie beim Hinterwäldler hat auch der Bubba eine Rage-Animation oder eine Downtime, wenn er gegen Gegenstände sägt. Und da gibt es auch viele Addons, die das verkürzen. Das nennt sich hier beim Bubba Wutanfall. Und hier zum Beispiel der selbstgebaute Auspuffdämpfer verkürzt die Dauer des Wutanfalls um eine Sekunde. Das beliebteste Addon eigentlich auf dem Bubba ist einmal das Chili und das preisgekrönte Chili. Denn damit hält der Kettensägenschwung länger, so heißt die, als ein Kettensägenangriff, wenn er das schwingt, ist der Kettensägenschwung. Und ja, wie gesagt, es hält halt länger pro verbrauchte Aufladung. Also die Chilis sieht man sehr oft, dann hat er noch ein paar Spaß-Addons, dass die Leute, wenn sie getroffen sind, von der Kettensäge gebrochen sind, zerfleischt sind oder sogar ihre Gegenstände fallen lassen. Also quasi Franklins Niedergang auf der Kettensäge, nur verlieren die Gegenstände dabei ihre Aufladung nicht. Dann hat er natürlich auch noch so Addons, ähnlich wie beim Hinterwäldler auch, dass er länger braucht, um die Kettensäge aufzuladen, aber dafür seine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht wird, während er dann die Kettensäge schwingt. Und andersrum gibt es das auch, das sind meistens hier die oben diese Addons, also die hier die Vergaser-Einstellungsanleitung sorgt dafür, dass die Kettensäge genau, die verbraucht hier alle Einheiten. Das heißt, ihr könnt nicht mehr Gas geben. Ihr habt sofort alle drei Dinger reingepackt. Verlängert den Kettensägenschwung natürlich und verringert aber die Bewegungsgeschwindigkeit. Also es gibt auch das Gegenteil beim Bubba, dass die Bewegungsgeschwindigkeit verringert wird. Zum Beispiel Tiefenbrenzer Leere. Gewährt euch zwar eine Bonusaufladung, aber dafür seid ihr langsamer. Und erhöht die Aufladezeit der Kettensäge um 22%. Also Tiefenbegrenzer Leere, keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Werde ich wahrscheinlich auch nie spielen, weil das einfach in meinen Augen ein schlechtes Addon ist. Ich wüsste jetzt keinen Einsatzbereich für. Und wie gesagt, er hat halt auch ein sehr gutes, ein leichtes Gehäuse hier. Und zwar, wenn ihr die Kettensäge anmacht, dann seht ihr die Aura von Überlebenden, die im 8 Meter Radius von euch sind. Was gibt es sonst noch hier? Das schillernde Fleisch wird ein Überlebender mit der Kettensäge getroffen, wird sie wieder aufgeladen. Quasi, man könnte jetzt zum Beispiel die Vergaseranleitung hier spielen und das schillernde Fleisch zusammen. Durch die Anleitung verbraucht ihr sofort alle eure Aufladungen und könnt dafür ein bisschen länger sägen. Trefft ihr dann einen Überlebenden mit der Kettensäge, dann habt ihr sofort diese drei Aufladungen wieder. Und das Addon verbraucht diese wieder sofort, glaube ich zumindestens. Oder ihr könnt sie halt danach nochmal direkt starten. Also das war mal eine gute Kombi. Ich habe schon länger nicht mehr gesehen. Aber auf jeden Fall ein praktisches Addon. Und ja, das waren eigentlich so seine Addons. Also es geht darum, beim Bubba entweder könnt ihr länger siegen. Ihr könnt die Einheiten schneller aufladen lassen. Oder so Spaß-Addons wie zerfleischt, Gegenstände fallen runter. Oder die sind gebrochen. Den gebrochenen Status halt. Es gibt nicht wirklich so den Perk, mit dem man auf Bubba spielt. Ähnlich wie beim Geist ist auch Bubbas Stärke meistens seine größte Schwäche, denn Bubbas größte Feinde sind tatsächlich Fenster. Damit kann man ihn am besten ausspielen. Deswegen spielen viele Bubbas auch mit dem Perk vom Clown. Wie heißt es denn gleich? Auf Englisch heißt es Bamboozle. Auf Deutsch, glaube ich, verblüffen. Hier ist es, genau, verblüffen. Damit spielen sehr viele Bubbas, um halt die Fenster auszukontern. Jetzt natürlich auch mit Klaustrophobie sehe ich sehr viele. Das Perk vom Demogorgon. Sag mal hier. Das macht quasi dasselbe, aber erst wenn ein Gen fertig wird. Also wie gesagt, so einen richtigen krassen Perk-Bild gibt es nicht auf ihm, den man häufig sieht. Die beiden Addons sieht man, die beiden Perks sieht man eigentlich meistens, Klaustrophobie oder Verblüffen. Ansonsten auch immer sein eigenes Perk, Barbecue und Chili, ist ja klar. Also wenn ihr gegen Bubba spielt, er hat meistens immer safe einen Barbecue und Chili dabei, außer er spielt irgend so ein Spaß-Random-Perk-Bild. Aber im Grunde haben alle Bubbas immer Barbecue und Chili dabei. Gut, ich würde sagen, mehr gibt es eigentlich zu Bubba nicht zu sagen. Er ist ein sehr generischer Killer meiner Meinung nach.
Gut geeignet für Anfänger tatsächlich, weil der Hinterwäldler ist eigentlich auch gut für Anfänger geeignet laut dem Spiel. Aber der Hinterwäldler braucht doch ein bisschen mehr Übung. Gerade was es mit der Kettensäge so bei ihm auf sich hat, dieses Curven, was er so hat, so um die Kurve, Sägen und etc., braucht viel Übung. Da hat es der Bubba noch ein bisschen einfacher. Und deswegen finde ich, ist der Bubba für Einsteiger eigentlich so der beste Killer. Natürlich wird er auch oft missbraucht zum Campen. Das liegt aber auch an seiner Fähigkeit, denn er kann mit seiner Fähigkeit auch wie der Oni, zum Oni kommen wir irgendwann auch noch, keine Angst, wenn drei Leute vor euch sind, ihr könnt alle drei Leute einfach wegsägen. Ganz einfach, weil, wie gesagt, der Bubba trifft euch mit der Kettensäge, aber die hält dann nicht an. Ne? Beim Hinterwäldler ist er so, der sägt los, trifft einen Überlebenden, zack, der ist down, Kettensäge hört auf. Bei Bubba ist es so, der Bubba geht los, hat die Kettensäge an, trifft einen Überlebenden, der fällt um, Bubba sägt weiter, gleich zum nächsten. Deswegen spielen da auch viele mit ansteckender Angst von der Seuche. Das kommt auch meistens gut auf den Bubba. Hier ist es nochmal, ansteckende Angst. Gut, das wäre eigentlich alles zum Bubba. Ich würde sagen, wir suchen jetzt nochmal so eine Runde, wie ich es immer mache. Gucken mal, wie die so läuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon in unserer schönen Vorführrunde mit dem guten Leatherface. Ich habe mir eine Karte gewünscht hier, Macmillan. Ihr seht mein Perk-Bild. Könnte so ein Perk-Bild sein, der sehr generisch auf Leatherface passt. Ja, und dann will ich euch mal zeigen, was man so mit Leatherface machen kann. Erstmal sucht ihr euch einen Survivor hier. Wir haben jetzt hier den Jonah gefunden. Und man kann schon ein bisschen nah an die Leute rangehen hier. Das ist schon so ein bisschen wichtig, würde ich sagen. Er wolltet jetzt und dann genau rennt er hier rum. Da hat er die Palette geschmissen, das ist gut. Paletten können wir wieder irgendwie, also wieder Hinterwäldler mit der Kettensäge einfach zerstören. So, ich brech mal ab. Ja, schmeiß, gut. Zack, kaputt. Also können wir auch schnell die Paletten wegräumen. Er rennt jetzt zum Fenster, wenn wir jetzt die Säge machen würden, könnten wir halt nicht mal an ihn drankommen. Jetzt sind wir aber, denke ich mal, nah genug. Ne, schaffen wir nicht mehr, okay. Wie ihr seht, das meine ich halt, was ich vorhin gesagt habe. Fenster sind Bubbas größte Feinde eigentlich. Sonst haben wir natürlich auch genau die Macmillan-Karte gekriegt, die ich eigentlich auch nicht so wollte, wenn ich ehrlich bin. Ich bleib trotzdem einfach hinter dem Jonah hier. Wobei der macht das schon sehr gut. Vielleicht sollten wir die Jagd einfach aufgeben gegen ihn. Und zack. Aber wenn man sich beeilt, dann kann man auch ein bisschen die Leute ausspielen. So, was haben wir hier uns den David bist du, glaube ich, ne? Du hörst dich an wie ein David. Oben schauen, das waren Firecrackers. Sehr gut, haben wir sehr gut gemacht. So. Also man will eigentlich immer die Kettensäge auspacken gegen gesunde Überlebende. Da sitzt einer am Generator, kommt zu einer und uns hier entgegengestrampelt, stellt sich hier so an die Ecke. Und dass man nicht der Jonah ist, ne? War klar, dass er das ist. Aber hat er uns einen Stun gedrückt, die Palette lassen wir stehen. Er ist nicht weiter gerannt. Da kommt aber eine Mia. Ich wollte gerade sagen, kommt eine Mac. Leute. Kettensäge schmeißt sie. Ja, oh, die schenkt uns die Gottpalette. Sehr schön. Das gehen wir einfach mit durch. Aber ihren ganzen Loop hier zerstört. Hier ist nichts. Zack, einfach umgeheatet. Jetzt triggert ansteckende Angst, deswegen wird das gerne auf den Bubba gespielt. Der hat sich gerade an den Gen gesetzt, das heißt, der hat jetzt auch keinen Decipher Strike mehr ready. Das sind so Sachen, die muss man als Killer halt wissen, wie auch Perks funktionieren. Dazu wird es aber noch ein separates Video geben. So, ihr seht das so, wir wollen als Leatherface immer schön die Kettensäge benutzen, ne? Das ist ja eine One-Hit. Mechanik und dementsprechend ist der Surf nicht verletzt. Würde ich immer zur Kettensäge greifen. Hier läuft ein Verletzter, glaube ich.
Ja, er ist verletzt. Zack, das Dettard hat ihm nichts gebracht. Da kam der Hammer hinterhergeschwungen. Also ihr seht, bei Leuten, die nicht verletzt sind, würde ich immer den Hammer nehmen. Vielleicht kann man den sogar noch eine Palette aus dem Rücken ziehen. Und hier sitzen sie jetzt auch, da machen noch ganz frechenden Totem. Und die Palette ist auch down, das jagen wir den Jonah. Und er wird das Fenster nehmen. Er wird in die Scheck laufen und das Fenster nehmen, deswegen zack, kriegt er den hier noch mit. Jetzt rennt er, oh, jetzt rennen sie alle wieder hier durch die Gegend. Oh, hallo. Pferdevereiner hier. Leute. So, wir jagen dann mal die Mac hier. Ja, LT-Wall. Oh, hier ist eine Palette. Stimmt, das war die Palette von Jonah. Und da hat sie das Fenster genutzt. Genau, hallo. Ah, ich dachte, sie macht den Loop hier. Und zack. Wenn ihr die Kettensäge nicht benutzen könnt, so wie ich jetzt gerade hier ist. Ich hätte die nicht schnell genug nach oben gekriegt. Die ist verletzt, lohnt sich nicht. Da jetzt die Kettensäge zu schwingen. Aber der hat bestimmt einen Dettard. Sogar gegen mich gedettardet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. So, ran mit dir. Barbecue sagt, da hinten ist der Jonah und heilt sich. Hier ist die Mac. Wir gehen erstmal auf die Mac. Weil die gerade hier so vor unserer Nase rumläuft. Die ist auch verletzt. Und da ist eine Palette. Das habe ich ein bisschen Strecke gut gemacht mit der Kettensäge. Das kann man auch mal machen, wenn der Surf nicht so weit entfernt ist. Oder genau, perfekt rausgebaitet. Zack. Ja, die Paletten halt schnell wegzuschicken ist schon geil. Ja, deswegen spiele ich den Bubba eigentlich auch sehr gerne. So, Mindgames hier, die will die Palette halt spielen und will den Sand rausorgeln, denke ich mal. Ja, perfekt. Und Palette weg. Da geht sie durchs Fenster, wir gehen auch durchs Fenster. Dann ist es nämlich geblockt durch Bambusel. Dann hat sie angetäuscht. So, das wird sie jetzt wieder schmeißen. Hätte sie mal geschmissen, Mac. So, das schmeißt sie jetzt. Oh, da war noch ein Dettard im Spiel. Sehr schön. Hat sie gut gemacht. Aber hier ist nichts mehr. Hier ist Dead End. Zack. Na gut, aber hier zwei Gens rausgeholt, aber Leute, wie gesagt, da ich spiele jetzt nicht schwitzig oder so, es ist, um euch ja wie gesagt zu zeigen, was kann man mit dem Killer machen, wie funktioniert der Killer. Und jetzt würde ich ganz gerne noch den Jonah einmal holen für Barbecue. Der einen, man kann ja 4 Stacks auf Barbecue sammeln und ich denke mal, der Jonah sitzt hier an dem Generator, saß er zumindest dran. Ne, es ist die Nia. Da sind Kratzspuren vom Jonah, okay. Ja, da läuft er zum Haken, rettet die Mac. So, 1, 2. Und ihr seht ja, wie der Kettensägenschwung so funktioniert vom Bubba. Und ja, viele tun das halt wirklich missbrauchen für Campen, ne? Und klar gibt der Killer einem die Möglichkeit, das zu tun. Aber ich finde, man sollte das nicht abusen, Leute, ne?
Auch schade. Ich dachte, wir kriegen hier nochmal den diesen Move hin wie beim David. Er wird jetzt wieder die Fenster alle ansteuern. Das hat er gut gemacht, hätte ich jetzt nochmal Gas geben können. Aber damit habe ich, wie gesagt, Probleme bei Boba. Diese engen Loops. Ne? Wenn du die Loops eng nimmst, dann kannst du die meisten Bobas ausspielen tatsächlich. Mist, ich habe vergessen Gas zu geben. Da muss man auch ein Gefühl für kriegen tatsächlich. Das ist auch nicht so ganz einfach. Denn wenn man das Gas geben nicht macht, dann hört der einfach den Kettensägensprint auf. Ja, das wollte ich bewusst. Da war ich in deinem Kopf drin. Ne? Den kriegst du jetzt hier einen mit dem Hammer. Ja, hier in der Shack ist alles schon tot. Moin. Hier hat er noch eine Palette, die wird er jetzt ziehen. Ja, habe ich doch gesagt. Da hat er auch noch eine Palette. Zieht er die? Er muss sie eigentlich ziehen. Zack, weg. Ja, na. So, nächstes Fenster. Ihr seht schon, der tut die ganzen Fenster abusen hier. Ja, das ist, wie gesagt, wenn man als Boba spielt, wird man das häufiger erleben. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, Fenster sind sehr... jetzt habe ich dich auch reingestellt. Fenster sind sehr, sehr stark gegen Boba. Und der Jonah hier weiß das natürlich. Und da hinten ist die Mac. Ja, die macht doch einfach auf und geht raus jetzt. Oh, Kettensäge an. Zack. Hier haben wir drei Kills und einer ist entkommen. Gar nicht mal so schlecht für nur so eine Vorzeigerunde für einen Guide, muss ich sagen. Aber ihr habt ja gesehen jetzt, was den Bubba ausmacht, was ihn stark macht eigentlich und was man leider auch abusen kann fürs Campen. Nämlich seine Kettensäge. Seine Kettensäge wird immer schön sägen, die Leute mit der Kettensäge immer schön bekommen. Und falls das mal nicht der Fall ist, wenn ihr seht, oh, hier sind so viele Fenster, die kann man gegen nicht einsetzen, dann schwingt auch mal ruhig den Hammer, Leute. Ist ganz wichtig. Und ja, das war es eigentlich zum Boba Guide. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ein sehr generischer Killer, wenn ihr mich fragt. Gut geeignet für Anfänger und wenn ihr jetzt auch Lust gekriegt habt, mal den Boba zu spielen, mal ihn auszuprobieren oder ihn euch vielleicht sogar zu kaufen, dann schreibt es mir in die Kommentare, wie waren eure Erfahrungen als Boba. Wenn euch der Guide gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben da lassen, wäre mega geil. Aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denne!